Moin moin und willkommen zurück bei Ark Lost Island. Wieder auf der Baustelle, also noch immer. Sagen wir mal so, wie viele kann ich machen? Ein. Also Material wird knapp. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, hier den Turm. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das jetzt an diesen Hof hier anbinde. Da hatte ich schon mal gesagt, einfach genauso wieder in den Hof rein. Spiegel, also die Form von dem Turm fertig bauen, aber ich glaube, damit wäre ich nicht glücklich. Ich muss irgendwie, da muss ein bisschen kreatives Feingefühl noch mit rein. Das schaffen wir aber. Hier oben tatsächlich werde ich es komplett drumherum bauen. Auch hier. Und hier unten drunter vielleicht sowas wie Stützpfeile oder so, aber es ist so gerade so ganz spontan gekommen, der Gedanke. Wir werden einfach mal schauen, ob ich den umgesetzt kriege, so wie ich das gerne hätte und es am Ende gut aussieht, oder eher nicht so. Ja, nicht so wäre natürlich ein bisschen enttäuschend, aber... Ey, gibt's Schlimmeres. Dafür machen wir den ganzen Kram ja. Experimente. Gut, hier oben wäre die Fläche natürlich erstmal schick. Hier sieht man übrigens auch gerade, was mich an diesen Dreiecken so stört bei der Mod. Die Holzstruktur. Holzstruktur bei den Steinboden hier. Die Struktur der Steine gehen nicht so gut ineinander über. Das ist... nicht so geil. Zwei, drei. Das, der muss da noch hin. Machen wir uns noch mal ein paar mehr. Wie viele habe ich denn jetzt angestoßen gehabt? Nur 20. Das Ganze mindestens nochmal. Ihr merkt schon, ich werde jetzt langsam etwas vorsichtiger mit Massencraften. Weil wenn das Metall alles ist, ist es alle. Das wird scheiße. Dann 4 aus, ne? 1, 2, 3, 4, genau. Das ist 1, 2, 3, 4, 1. Natürlich auch warten, bis fertig gecraftet sind und dann aber. Die können auch einfach immer hin und her laufen. Es gibt Spiele, wo das trainieren würde. Ach, gehört jetzt nicht dazu, aber es gäbe sie theoretisch. Drei. Hier und jetzt um die Ecke. Oh, nice. Voll. Wie gesagt, hier wegen Anschluss nach unten werde ich nochmal gucken, weil einfach hier so da rein... bin ich noch nicht überzeugt von, dass wir das machen. Wohl, so schlimm sieht das gar nicht aus. Kann natürlich sein, dass ich einfach schon wieder mich, während ich rede, einfach umentscheide. Das Übliche halt. Hat das jetzt perfekt gereicht? Jo. Bei den Holzdingern kann ich die Struktur nämlich nachträglich noch drehen. Ich zeig das einmal. Oh, das geht halt rumrum gerade gut. Aber ich guck mal, der ist der erste Ausreißer. Zack. Gesehen? Angepasst? Der müsste auch bitte noch einmal gerade weitergehen. So. Und... er hier müsste um die Ecke gehen. Das war der falsche. Ich hier brauche ich. So. Und so kann ich halt den gesamten Holzboden anpassen. So dass diese ganzen Dielen halt ineinander übergehen und es am Ende gut aussieht. Da gibt es auch noch ein Tool.
Ja, ist das teuer? 150. Ja, das ist teuer. Oh, das ist schon wieder ein halbes Metallsteak, aber dann. Das würde ich sagen, damit geht's bequemer. Das ist ja ähnlich wie die S-Plus-Pistole, dann kann ich da einfach draufschießen und dann dreht sich das. Obwohl, ich habe das natürlich vom Konzept noch nie hier probiert, ne? Hm. Hätte ich gerne noch ein paar von den Heimdingern, oder habe ich die noch im Inventar? Das Gute ist, wir verbauen halt relativ viele von den Sachen, die wir auch gebaut haben. Das heißt, so viel Material verschwendet haben wir jetzt am Ende nicht. Na gut, das ist immer noch für meinen Geschmack zu viel. Aber, ja. Weil das, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Hey, eins habe ich noch. Wuhu. Ich könnte dann den, könnte ich ja gerade noch dann dazu packen. So. Wir können eigentlich auch mal die Ordnung bei den Vögeln machen. Ja, genau. Lass uns doch einfach alle Tiere, die wir wegstellen, so nach Ordnung mal aufräumen. Weg. Weg. Unterdruckreichweite gegeben. Bei dir auch. Oh, das nehme ich. Beides. Ja? Okay. Ordnung. Ja, so weiß ich dann zumindest, dass die, die ich weggestellt habe, im Status jetzt aufgeräumt sind. Das ändert sich natürlich immer relativ schnell bei mir, wissen wir alle. So, Strohwagen habe ich da hinten hingestellt. Könnte ich die Dreiecke nochmal verlängern? So, theoretisch müssten die jetzt hier noch eine Reihe weiter. Oh, ich gucke mir mal an, wie es aussieht. Ich habe schon wieder nicht genug. Aber da gibt es Schlimmeres. Habe ich vielleicht noch welche auf Lager? Ja! Also mag ich das natürlich. Ich brauche was, guck dahin, wo es sein sollte und hab's. Das wäre so das Konzept eines Lagers. Vielleicht verstehen wir das hier auch irgendwann mal auf dieser Map. Wieder Durst. Pink. Danke. Unten die Fenster können wir drin lassen. Also die stören mich gar nicht so sehr, aber oben werden die großen rausfliegen. Oben fallen nicht. Oben machen wir die großen Fenster raus. Und tauschen sie gegen irgendwelche kleineren. Das mache ich dann aber, sobald ich da einen genaueren Plan für habe. Bis dahin sieht das jetzt erstmal doof aus. Hier ist der Turm. Wie blöd sieht das denn aus, wenn wir das machen? Jetzt nur kurz angezeichnet. Ach, das ist so eine Vanillagröße wieder dazwischen, ne?
Oh, das können wir so machen. Oh, war nicht so schlecht. Turm, Tor. Oh, Zugbrücke. Nice. Oh, hier ist noch ein Türrahmen für. Geil. Alles da. Machen wir es einfach mal kurz. Ach, wegen dem Vanilla. Gut, das krieg ich aber noch aufgehübscht, behaupte ich mal. Kann die Vanilla nämlich einfach dann da oben drüber reinpacken. Und da oben drüber jetzt noch ein schickes Fenster. Ja? Ich noch was von den Holzdingern? Ja. Machen wir einfach mal da rein. Die werde ich wahrscheinlich noch austauschen, aber im ersten Moment lasse ich es drin. Yo. Es wird. Gucken, es gab, glaube ich, so runde Fenster. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Gut, das wäre wieder voll in den Kapellenstil. Aber ist mir egal. Da haben wir's. Nein, das Metall ist alle. Es ist soweit. Es ist passiert. Nein. Ja, das Ding als rundes Fenster und drüber wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, oder? Ei. Unser Metall ist alle. Warum kackt ihr eigentlich so viel, Leute, hä? Macht mal. Warum pack ich die Dinofiticus auch mal kurz weg? Das heißt, ich räume die auch kurz auf. Bist du der Boss, ne? Hast du was im Inventar? Nein, sehr schön. Weg damit. Gott, wie viel Gammelfleisch ich einfach wegschmeiße, ne? Oh, sogar der ist aufgeräumt. Ei. Ordnung. Ordnung, Ordnung. Mach mal schlafen. Geht noch nicht. Es wird schon wieder dunkel. Ah, ich könnte hier die Wände drumherum mal dicht machen. Wie gesagt, letztendlich, ich möchte ja von dieser quadratischen Struktur wegkommen, aber im ersten Moment können wir die ruhig noch dicht bauen, weil am Ende anpassen ist ja wohl das kleinere Problem.
Nee, dreieckig Stein habe ich nicht mehr. Die habe ich ja. Und ich kann es auch nicht mehr bauen. Wir haben kein Metall mehr. Oh. Das heißt, ich muss mich um Metall kümmern. Oh, da ich das jetzt aber so auf die absolute Schnelle nicht vorhabe, müssen wir uns mal. Kann ich schon wieder einen Rohstoff? Obwohl, in dem letzten Rohstoffstream habe ich jetzt natürlich kein Metall geholt, sondern die ganzen anderen Sachen. Die ganzen anderen Sachen haben wir auch noch. Gut, aber ich habe das Metall halt leider vernachlässigt. Egal, es ist dann so. Auf jeden Fall können da was mit Scheiben rein. Also Fenster, ganz normale Fensterwände. Schaffe ich da mal rein. Und dann sieht das mit dem Turm auch gar nicht mehr so doof aus. Wo habe ich die denn? Dort. Nehmen wir auch die eckigen. Die sind nicht so hübsch. Die anderen jetzt. Jetzt habe ich Held die ohne Fenster wieder weggepackt, egal. Milana, da vorne. Wollt uns natürlich mal kurz. Also wenn wir sowas schon hier direkt kriegen, nehme ich das auch. Auch wenn das mit dem Tierchen natürlich jetzt irgendwie dreimal schneller gegangen wäre, aber egal. Ach, echt jetzt? Ja. Gut. Dann halt nicht. Das ist die kurze Frage, die ich noch habe. So, die ich mir jetzt selber stelle, vielleicht nochmal beantworten muss. Was machen wir aus dem Turm? Also rein von der Möglichkeit, oben zu landen, allem drum und dran, bietet sich das natürlich als theoretischer Schlafplatz an. Lager, Werkstatt. Und Lager und Werkstatt bietet sich theoretisch auch an zu kombinieren. Wir haben da definitiv genug Fläche. Insgesamt sieht das dann drumherum natürlich trotzdem nicht ganz so gut aus. Weil ich dachte eigentlich, dass ich noch ein oder zwei weitere Türme baue. Was will ich mit der Fläche? Das heißt, es kann sein, dass es sogar unser einziges oder dass wir vielleicht noch ein zweites Gebäude, aber mehr werden es nicht, hier mit unterbringen und den Rest vielleicht als Freifläche gestalte. Was natürlich das Sortieren gut macht. Na gut, was heißt hier Freifläche? Ich könnte auch sowas wie einen Stall oder so noch hinbauen. Das ist natürlich jetzt innerhalb unserer Mauern etwas eng. Würde aber theoretisch gehen. Hier drumherum wollte ich Palisaden bauen. Zugbrücke wäre noch cool, aber auch die tut hier gerade nicht Not. Definitiv nicht. Das ist so... Ja. Gut, der Materialmangel hat mich jetzt kurz in ein inspirelles, naja. Inspiration? Keine Ahnung, meine Inspiration ist gerade im Tiefpunkt. Da muss man gucken, aber gut. Wollte man nach Railings gucken, ob die hier sowas haben? Beziehungsweise, nein, brauchte ich ja gar nicht. Die hatte ich doch an der Innenseite gehabt, da drüben, ne? Oder hatte ich die eigentlich außen? Oh. Habe ich es falsch gemacht? Moment mal. Nee, das war's nicht. Beruhigend. Ich dachte jetzt, ich habe das jetzt komplett falsch aufgebaut. Ja, okay.
Elina, dann strahlst du zumindest unten. Anton! Guck mal, geht doch schon ein bisschen schneller. Eine Lanze und ein Bauplan für Metallwasserhahn. Aha. So. Haben wir? Werkstatt könnte ich da reinsetzen. Schmiede. Lager. Lager und Schmiede? Aber wenn ich da jetzt alles reinbaue, brauche ich auch nichts mehr. Natürlich könnte ich mir noch einen Turm machen und komplett als Schlafkammer bzw. wohnlich einrichten. So hatten wir das ja bei Genesis 2 auch gemacht. Dann würde ich noch einen zweiten Turm hinkriegen. Ja doch. Dann lasst uns das hier doch als Werkstatt und Lager nehmen und vielleicht auch noch Schmiede. Ordnung machen. Aha. Jetzt geht's los. Komm, die letzten paar Minuten machen wir nochmal kurz ein bisschen Ordnung. Nehm dich hier mal raus. Und dich auch. Ich habe keinen Sattel oder so optisch, oder? So eine Möglichkeit, was aussieht wie so ein Sattel, wo ich die Sattel reinpacken kann. Das finde ich jetzt geil. Natürlich, wir haben echt viele Mods mit optischen Dingen. Hier mal kurz gucken. Ich hab doch hier noch ein oder zwei Deko-Dinge da. Market? Warte mal, Echos? Kann es sein, dass es vielleicht was bei... Lass ihn jetzt einfach mal hin. Das ist übrigens eine Werkbank. Die würde ich nicht hereinstellen. Satteltisch! Yo! Sag mir bitte, dass da Platz drin ist. Direkt ein Volltreffer gelandet. Heilige Scheiße. Yo! Der ist riesig, aber den nehme ich. Ist ja geil. Also diese Mod ist, glaube ich, dafür gedacht, um irgendwie, sich einen Marktplatz oder so einzurichten. Aber das ist in Ordnung, direkt am Ausgang? Das Ding? Geht da wahrscheinlich alles rein, ne? Hier geht alles rein. Wir räumen auf. Zumindest mal zum Teil. Das ist geil. Das heißt, ich baue mal ganz kurz die Bauteile hier rein. Wir fangen jetzt nur mal an. Oh, ich glaube, wir machen beim nächsten Mal das Lager. Das dürfte
Also ich bin immer noch ein Baufeeling, ich will nur kein Metall zwischendurch. Und vielleicht hole ich trotzdem schon ein bisschen Metall bis zur nächsten Folge. Das war falsch. Kann ich jetzt aber nicht versprechen. Das ist das, was ich sagen wollte. Oh Mann. Es ist so schlimm, wenn ich so unzufrieden bin mit dem Pumpenlager, dass ich das jetzt so lange geschafft habe, aufrechtzuerhalten. Profi. Profi-Faulenzer. Oh. Ein volles Inventar schon mal? Oh Mann. Ich glaube, das Ding, das stellen wir vor den Haupteingang. Geil. So, jetzt muss ich natürlich überall anders die Sättel auch noch rausholen. Erstmal kann ich hier jetzt wieder was reinrotzen. Ist ja jetzt wieder Platz. Cool. Skins kann man mit reinpacken. Ah! Jo, wir haben's. Mal gucken, was wir alles... Oh, unsere Sattelsammlung können wir direkt mal anstarren hier. Da sind auch die Baupläne jetzt natürlich bei. Das ist in Ordnung. Dann hole ich noch mehr Baupläne. Dodo! Mr. Kampf, Dodo! Das ist unsere Sattelsammlung. Oh, ich dachte, ich scroll durch, aber... Naja, gut, da ist nichts zum Scrollen. Ja, aber schick. Oh, ich glaube, die ganzen haben wir rausbekommen. Auf jeden Fall die meisten während dem Weihnachtsevent. Das war schon geil. So, dann können wir doch jetzt... mal richtig krass... eine Kiste leerräumen, oder? Leer. Oh yeah. Gut. Wir haben einen Schrank freigeräumt. Immerhin. Den stellen wir hier auch irgendwo rein. Also erstmal stellen wir ihn auf jeden Fall rein. Der wird aber wahrscheinlich nicht dort bleiben. Nee. Das ist noch nicht perfekt. Wahrscheinlich wieder ein Stück zu viel, ne? Minimal, minimal, minimal. Ich setze ihn einfach mal hin. Weil, mir fällt gerade ein, was bringt es, das perfekt zu arretieren, wenn ich nicht mal weiß, ob der Schrank da stehen bleibt. Also, das macht keinen Sinn. Dann... Was hatte ich schon mal? Das habe ich auf Valguero gemacht in meinem Haus. Hatte ich die große Schmiede von Castkeeping Fortress da unten drin.
kann ich wahrscheinlich nicht bauen, oder? Oder doch? 200.000 Metall. Es fehlt sogar nur an Metall. Ich mag diese, das ist nämlich wie die Industrieforge von Ark. Sieht aber deutlich geiler aus. Ist aber tatsächlich nicht mit Strom zu betreiben. Das heißt, ich muss da weiterhin Holz, also nee, nicht mal Holz geht, glaube ich nicht. Powered by Spark Powder, Anglergel und Gas. Das heißt theoretisch, dass es, wenn es danach geht, mehr Material Output, den ich, also Input, den ich geben muss. Also ich muss es befeuern. Die Industrieschmiede von Ark selbst, die braucht ja nur Strom. Aber das ist mir egal. Das sieht einfach nur fantastisch aus. Das gleiche gibt es auch nochmal mit Kochen. Die beiden. Ah, die haben wir aber gebaut. Ah, die haben wir bei Genesis 2 gebaut gehabt. Ich erinnere mich. Die kennt er schon. Die läuft sogar mit Metallbarren. Oh, die könnte ich sogar bauen, wenn es danach geht. Ist okay. Ja. Ich mag's. Geil. Wir haben einen Plan. Oh, hier, das Ding. Ich glaube, das werde ich irgendwo vorne vorstellen. Den hatten wir bei Genesis 2 auch. Der war vorm Eingang. Das sollte so einen reisenden Händler darstellen, ne? Witzig. Hast du Hunger oder Durst? Hunger. Dina, ich hab Hunger. Gut. Ich sag dann, wie gesagt, der Plan das nächste Mal. Wir richten jetzt endlich nach Ewigkeit mal ein Lager ein. So. Das war das Wort zum Sonntag vom Gefühl her. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und drückt mir mal die Daumen, dass ich mich nicht schon wieder drücke und irgendwas anderes mache. Bis dann. Ciao.